Hannover ist seit Jahren ihre Heimat. Trotzdem sind sie rechtlich gesehen lediglich geduldet. Ein neues Modellprojekt soll nun Menschen aus der Langzeitduldung helfen. Für die Initiative WIB, Wege ins Bleiberecht, arbeitet die Landeshauptstadt Hannover mit dem Flüchtlingsrat Niedersachsen an konkreten Perspektiven. Wir schaffen es hoffentlich damit, gerade die Langzeitgeduldeten, auch viele in Hannover, über 1000 Menschen, eine echte Perspektive zu eröffnen, indem wir ihre Fälle noch einmal sichten, gucken, woran hapert es, um daraus auch eine wirkliche Aufenthaltsperspektive zu entwickeln und da Hilfestellung zu geben. Wer seit mehr als 6 Jahren lediglich geduldet wurde, soll die Perspektive auf einen gesicherten Aufenthalt in Hannover bekommen. Das ist das Ziel des Projekts. In gemeinsamen Gesprächen mit allen Beteiligten und anschließenden Testphasen soll hierfür ein optimaler Ablauf entwickelt werden. Bisher gab es einige Barrieren auf diesem Weg, die nun systematisch und gemeinsam gelöst werden sollen. Also es gibt mittlerweile, Gott sei Dank, rechtliche Rahmenbedingungen, die im Grunde auch eine Perspektive ermöglichen aus dieser Langzeitduldung heraus. Aber es gibt dafür immer wieder Hindernisse, mit denen eben diese Menschen auch konfrontiert sind. Das kann die Passbeschaffung sein, wenn zum Beispiel das Herkunftsland und die Auslandsvertretung nicht kooperieren und nicht zuliefern, beispielsweise, dass man die Identität nicht nachweisen kann. Aber auch Einkommenssituationen, dass manchmal 50 bis 100 Euro Beträge teilweise fehlen und die dann eben unter der entsprechenden Grenze sind, sodass man auch da nicht in einen Aufenthaltsstatus kommt. Aber solche kleinteiligen Sachen sich genau anzuschauen, da Lösungen gemeinsam zu entwickeln, das ist Aufgabe dieses Projekts. Und damit erfüllt Hannover, glaube ich, auch einen guten Selbstanspruch, einfach auch als weltoffene Kommune. Refugees Welcome gilt, wie gesagt, auch in Krisenzeiten. Der Plan sieht vor, dass die Zahl der Langzeitgeduldeten in Zukunft um bis zu 30% gesenkt werden kann. Dafür wird vor allem mit den Betroffenen selbst gesprochen, um für jede Person eine individuelle Lösung zu finden. Die nächsten Schritte werden sein, dass wir alle Fälle in Kooperation mit der Landeshauptstadt Hannover, mit der Ausländerbehörde analysieren und schauen, warum die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Und dann werden wir jeden einzelnen Fall uns anschauen und in Kooperation auch mit CARGA, mit den Leuten, in Zusammenarbeit mit den betroffenen Geduldeten besprechen, damit die Voraussetzungen geschaffen werden können. WIB, Wege ins Bleiberecht, soll den Menschen, für die Hannover bereits seit Jahren eine Heimat ist, das noch fehlende Heimatgefühl geben. Oberbürgermeister Belit Onay, die Mitarbeitenden des Flüchtlingsrats und alle Beteiligten sind optimistisch, dass dieses Ziel in Zukunft erreicht werden kann.